Ja, ich freue mich auch und bedanke mich. Schön hier zu sein. Und genau, wir gehen mal gemeinsam hier durch und ich freue mich einfach nachher auch aufs Gespräch. Wir gucken mal. Also, ich habe mal das so betitelt oder so umformuliert, dass es auch geht um Ereignisse, Menschen und Perspektiven. Also auch Fragen. Wo erfahre ich mich denn als selbstwirksam? Also wo mache ich denn diese Erfahrung, dass ich eine Wirkung erzeuge? Dann die Frage, wie wird denn jemand zu einer Demokratin oder zu einem Demokraten und was versteht man überhaupt darunter? Und wie kann man im Angesicht, das ist ja diese Frage, die uns hier auch bewegt, von diesen multiplen und globalen Krisen aktiv bleiben? Und ich gehe, weil ich von der Stiftung Adam von Trott komme, hier zu unserem Adam von Trott einmal kurz. Adam von Trott war ein Widerstandskämpfer gegen den NS und war unter anderem aktiv im Kreisauer Kreis, den ihr vielleicht kennt. Das ist ein Verband von Widerstandskämpfern aus unterschiedlichen sozialen und auch politischen und religiösen Milieus, der dann letztlich auch getragen hat das Attentat gegen Hitler am 20. Juli. Und Adam von Trott war auch mit dem Attentäter, dem Stauffenberg, befreundet und hat eigentlich als einer der, war eigentlich sehr früh dafür, dieses Attentat auch zu versuchen. Was für mich immer ganz schön ist bei ihm, dass er keinen Widerspruch sieht zwischen Verbundenheit mit der Heimat und Weltoffenheit. Weil ich bin sehr links sozialisiert, also Heimat war für mich so ein totaler No-Go-Begriff. Und bei Adam von Trott ist es aber so, dass er sozusagen ja, sagen konnte, ich fühle mich irgendwie verantwortlich für dieses Land. Und aus dieser Verantwortung heraus entwickle ich Ideen für eine demokratische Zukunft für dieses Land. Und was mich an ihm auch beeindruckt, mitten im Krieg, also 1943, 44 hat er es gemeinsam mit diesen Kreisauer Freunden geschafft, positive Visionen zu entwickeln. Und das ist so was, was wir ja brauchen eigentlich auch. Also wo ich selber auch immer komplett hilflos bin, ja, wie kann man eigentlich in der Welt heute, ja, welche Visionen gibt es für uns? Und wie kommt man in Zustand, solche Visionen auch überhaupt denken zu können? Und das finde ich schön, dass so eine Persönlichkeit uns da auch vielleicht eine Orientierung geben kann. Und wir hatten vorhin diese Frage, was kann ich als Einzelner überhaupt tun? Und ich muss ehrlich sagen, im Moment bei der Ukraine, beim Ukraine-Krieg, ich denke manchmal, vielleicht gibt es jemanden aus Putins Umfeld, der ihm einfach in den Arm fällt, ja, und ihn stoppt. Also solche Geschichten, wo dann Einzelne doch sehr viel tun können. Und deswegen fange ich mit dieser einzelnen Person an, weil sie eben gezeigt hat, durch diese Aktivitäten, also er hat Menschen auch geholfen, jüdischen Freunden, er hat viel an Informationen rausgebracht aus Deutschland, hat ein großes Netzwerk gehabt, dass auch ein Einzelner eben durchaus einen Unterschied machen kann. Ich habe euch da ein Zitat mitgebracht. Und das finde ich passt eigentlich auch sehr gut. Wir hatten gerade eine Diskussion über den Kapitalismus, ja. Also wir sind aufgerufen zu gestalten, also nicht sich zu unterwerfen unter jede Ordnung, einfach weil es eine Ordnung ist, in der wir leben, sondern das verantwortliche Mitgestalten von Ordnung oder auch ja, komplette neue Ordnung sich zu überlegen, ist eine Aufgabe. Seine Vision, das ist sozusagen nur kurz zusammengefasst. Was ich da auch interessant finde, er war durchaus kapitalismuskritisch. Also er hat gesehen, die Macht der Monopole, die muss aufgebrochen werden, weil sie einfach zu viel Einfluss auch haben und demokratische Strukturen auch aushöhlen können. Er hat auch den Schutz von Minderheiten in diesem Programm verankert gehabt. Und dann eben ein friedliches Deutschland innerhalb von einem vereinigten Europa. Also eigentlich Sachen, zu denen wir heute auch noch stehen und mit denen wir uns gut verbinden können. Und deshalb ist auch der Auftrag unseres Vereins, politische Bildungsarbeit zu leisten.
Und ich habe euch hier nur als Beispiel eine Folie zu einem Projekt mitgebracht, was wir gerade machen. Das heißt, gestern wie heute Haltung zeigen, was wir eigentlich entwickelt haben vor dem Hintergrund von dem Erstarken von rechten Strukturen und rechtem Denken und rechter Gewalt, gerade auch in der Region, wo wir aktiv sind, eben in Hessen. Und wir hatten vorhin auch so ein bisschen überlegt, was braucht man eigentlich? Und das überlege ich mir natürlich auch, wenn ich so ein Projekt schreibe. Und dann ist es eigentlich so, wie das hier ja auch der Ansatz ist, man geht von jedem einzelnen Individuum aus und das erste Ziel ist, diesen Menschen zu stärken. Wenn jemand stark sich fühlt, dann muss er nicht den anderen schwach machen oder den anderen beleidigen oder den anderen irgendwie ausschließen. Und deswegen haben wir hier ein Projekt, wo wir mit Schulklassen, hier ist die Zielgruppe sind die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die eben sonst ganz wenig Angebote bekommen im Bereich politische Bildung, die aber wichtig sind, weil sie auch bei uns zum Beispiel in der Region bleiben. Und dass man da sagt, man braucht 6 Monate, es reicht nicht, so ein Workshop mal einen halben Tag, sondern man begleitet die Schulklassen über 6 Monate, macht Module mit denen, die kommen zu uns an unseren Ort und wir arbeiten mit denen. Mit dem Ziel, dass sie danach praktisch ja, so gestärkt sind und auch einfach ein Wissen haben über das Funktionieren zum Beispiel von demokratischen Strukturen oder auch wir machen am Schluss so ein Weltcafé, wo man sagt, okay, Vereine aus der Region, stellt euch vor, wir gehen mit denen zum Bürgermeister, wo man mal sagen kann, hier, ich wünsche mir aber in meinem Ort noch das oder das und wieso ist das nicht hier? Also, dass man wirklich zeigt, wie findet man auch als junger Mensch Zugänge zu Institutionen der Demokratie, die es ja auf jeder Ebene des Staates und in der kleinsten Gemeinde gibt. Also, das ist so ein Projekt. Dann so ein bisschen habt ihr hier auch einen Einblick in unsere Ausstellung über Adam von Trott. Und da seht ihr auch, wir haben ja vorhin über Medien gesprochen. Wir machen auch Medienbildung, also wir haben so einen Workshop, der heißt Ready for Fake Off, also Fake News erkennen, also wie geht man um mit diesen ganzen sozialen Medien und wie unterscheidet man oder kategorisiert Informationen, wie überprüft man Informationen. Also das ist sozusagen der Auftrag und auch die Arbeit, die im Moment ich leiste oder genau, und da können wir gerne später auch noch mal drüber sprechen. Und da schließt sich so ein bisschen diese Frage auch an, wieso müssen wir uns heute denn engagieren? Und da komme ich zum Begriff Demokratie. Also Demokratie ist für mich nicht eine Staatsform, in der wir leben, sondern, es ist auch ein Zitat, eine gemeinsam und miteinander geteilte Erfahrung. Das machen wir hier. Also ihr seid alle gleichwertig mit uns, ja, wir diskutieren miteinander auf einer sogenannten Augenhöhe, war immer so Frau Merkels Begriff, ne? Und wir wollen in so einem Seminar eine Atmosphäre schaffen, wo ihr euch als gleichwertige und ernstgenommene Akteure unserer Gesellschaft empfindet. Und diese Erfahrung teilen wir. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass nicht Demokratie ist, okay, wir gehen da alle 4 Jahre zur Wahl, wenn es gut läuft, sondern wir organisieren unser Zusammenleben, möglichst auch in der Schule, wo es viele Probleme noch damit gibt, eben demokratisch. Und was bedeutet es denn? Wovon spricht man denn, wenn man sagt, man ist Demokratin oder Demokrat? Und das ist hier eine Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die wir kennen das praktisch alle und ich fand es ganz interessant, wie die sozusagen die Reihenfolge, also ich hätte nicht an den Anfang gestellt, dass wir alle die Entscheidung zu akzeptieren haben, die demokratisch getroffen wurden, auch wenn man sie nicht unterstützt. Also das ist so ein bisschen für mich so ein bisschen oberlehrerhaft, ne? Also du bist leider in der Minderheit, aber jetzt musst du trotzdem den sauren Apfel beißen. Ich würde eher sagen, sozusagen, man soll eben, dass die anderen Punkte genauso wichtig sind, also diese Toleranz oder auch eben sich bürgerschaftlich zu engagieren oder überhaupt das Bewusstsein zu haben, dass es eben auf den Einzelnen auch ankommt und dass wir hier Möglichkeiten haben, mitzugestalten. Und ich glaube, das ist so ein Kern, was wir euch, denke ich, auch in dem Seminar
was ihr vielfach tut und was man euch ermutigen möchte, das eben auch weiterzumachen vielleicht. Ja, dann habe ich so ein bisschen überlegt, wo findet das denn statt oder in welchen Zusammenhängen kann man denn so gemeinsam geteilte Erfahrungen sammeln an bestimmten Orten, sei es in der Schule, in dem Studium, im Lebensumfeld, in einem Verein vielleicht. Aber auch, was ich eine wichtige Frage finde, das hatten wir jetzt eben vielleicht auch bei dieser Frage, wie verhalten wir uns hier? Ja, also wann möchte ich was sagen? Wann halte ich mich zurück? Wann regt sich vielleicht ein Widerspruch in mir? Also ich kann mich gut an die Schule erinnern, wo ich dachte, hey, also das gefällt mir jetzt aber nicht. Jetzt muss ich halt mal meine Klappe aufmachen, auch wenn ich eigentlich ein ruhigerer und zurückhaltenderer Mensch bin. Also und wann entscheide ich zum ersten Mal für mich selbst? Also ne, die Eltern machen halt viel und man muss halt auch viel. Man ist in irgendwelchen Institutionen und sei es Kindergarten, Grundschule, Schule. Aber irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt alleine für mich entschieden. Und das ist auch was, was einen ja stärkt. Und man kann auch eine Entscheidung gegen andere Kräfte treffen. Und eine Entscheidung, die nicht bequem ist vielleicht. Dann auch so diese Frage, wer prägt eigentlich? Und man kann auch negativ prägen. Es kann auch jemand geben, der sagt, ach komm, nimm dich mal nicht so wichtig, ist eh völlig egal, was du hier meinst. Oder du bist ja erst 14, was meinst du denn schon? Du verstehst ja noch nichts von der Welt. Ne? Also es kann auch so eine Prägung sein. Oder es kann eine Prägung sein, die eben aufbaut und ermutigt. Und das ist so ein bisschen meine Hinleitung oder mein Rahmen genau zu den Sachen, die ich euch so ein bisschen erzählen wollte. Und weil ich gefragt wurde, auch ein bisschen über mich vielleicht zu sprechen, habe ich jetzt so ein paar Beispiele, die für mich wichtig waren. Und ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen damit verbinden. Klimakrise, Umweltbewusstsein, also als ich aufgewachsen bin, sollte eine Autobahn gebaut werden, ganz in der Nähe, da wo ich herkomme. Und ich sehe auf diesem Bild Zerstörung und habe es so lustigerweise gestern meinem Mann gesagt, der sagt, ich sehe hier Infrastruktur. Also ist auch ganz unterschiedlich die Wahrnehmung. Aber damals, da war ich so 12, 13, da sollte diese Autobahn gebaut werden und das ging direkt an unserem Dorf vorbei, so mehr oder weniger. Und dann kam eine Bürgerinitiative, dann haben wir Briefe geschrieben und dann durfte ich sogar als junges Kind im Stadtrat irgendwie vortragen, wieso ich das schlecht finde. Also da ist sozusagen so ein Politisierungsprozess und gerade im Zusammenhang eben mit diesem nächsten Lebensumfeld und auch einfach mit dem Bewusstsein für praktisch diese Natur, die zerstört wird, weil man eben meint, man müsste hier eine Autobahn bauen. Und dann habe ich gestern eigentlich erst dieses sehr schöne Zitat gefunden, dass der Bund für Umwelt- und Naturschutz diese Autobahn, gegen die wir damals demonstriert haben, zu den 12 unsinnigsten Straßenbauprojekten Deutschlands zählt. Also wir hatten recht, ja, also ist überteuert, überdimensioniert, überhaupt keinerlei Engpässe werden beseitigt und es gibt massive Schäden an der Umwelt. Also das war sozusagen für mich auch in diesem Umweltbereich einfach eine wichtige Erfahrung. Und dann natürlich die Kriege, die parallel zu diesem Aufwachsen immer stattgefunden haben, so wie bei euch auch. Ja? Also wir leben in einer Welt, wo vielleicht nicht in unserem Land, aber auch durchaus in dem Land, wo unsere Schulkameraden herkommen, und sei es aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, ja, die kommen mit Kriegserfahrung. Für mich war Kriegserfahrung praktisch sekundär, kann man sagen, der Irakkrieg, natürlich der Völkermord in Ruanda. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Also das war praktisch das, was bei uns, in meiner Generation, in der Zeitung war und was uns beschäftigt hat. Und wo wir dann auch Mahnwachen organisiert haben. Und wo es einfach, glaube ich, wichtig war zu sagen, okay, Ruanda gefühlt wirklich wahnsinnig weit weg, aber das sind Verbrechen gegen Menschen wie mich. Also da kann ich nicht praktisch gleichgültig sein. Der Bosnienkrieg kam sehr nah, da habe ich schon studiert, ich habe 92 Abi gemacht
Und da war ich ehrlich gesagt im Studium komplett schockiert. Ich habe in Freiburg angefangen zu studieren und habe Slawistik auch studiert. Also slawische Sprachen werden auch in Bosnien gesprochen oder im früheren Jugoslawien. Und es war überhaupt kein Thema, gar kein Thema. Also die Professoren und Professorinnen, die haben nicht einmal über den Krieg gesprochen. Und es war dann so eine ganz komische, ambivalente Situation. Morgens war man im Seminar und dann war man auf der Friedensdemo am Abend und beides hatte nichts miteinander zu tun, obwohl man sich mit den Ländern oder den Literaturen von mir aus den Sprachen beschäftigt hat. Und ich weiß nur, für mich war das eine extreme Enttäuschung in dem Studium. Also ich will euch nicht den Mut nehmen. Schule ist vielleicht auch nicht immer toll, aber beim Studium muss man auch gut gucken, dass man dann auf seine Kosten kommt und seine Interessen irgendwie wahrt, gerade was politische Diskussionen anbelangt. Genau, und dann kam der erste Tschetschenienkrieg. Ich habe das einfach nur mal so aufgeschrieben, weil das praktisch das Hintergrundgeräusch sozusagen war und immer wieder sich ja auch in den Vordergrund gedrängt hat. Aber in der Zeit eben auch das andere Thema. Die Revolution, die Umbrüche in Osteuropa, Mittelosteuropa, die extrem ja Hoffnung gegeben haben. Ja, also da haben es Menschen geschafft, diese Regime zu stürzen. Das heißt, das war auch eine Zeit und ein Zeitfenster, würde man heute sagen, wo auf einmal alles möglich schien. Man dachte, dieser schlimme Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg sei vorbei und wir würden in irgendeine Zukunft gehen, die friedlicher sei. Und das hat viele wirklich auch begeistert und angesteckt. Also war für mich auch ein Grund, natürlich Slawistik zu studieren und osteuropäische Geschichte, weil ich dachte, da gibt es so viel anderes und Interessantes. Das war hinterm sogenannten Eisernen Vorhang und jetzt muss ich dahin gehen. Und dann, ne, muss ich in Polen doch mal gucken, wie ist es denn da überhaupt? Oder in Russland natürlich. Und das ist was. Ja, deswegen habe ich diesen Begriff Selbstermächtigung dahin geschrieben. Da sind Menschen praktisch gegen Widerstände auf die Straße gegangen und haben sich ermächtigt, also haben die Macht auch, ja, die Macht einfach weggefegt praktisch und versucht, neue staatliche Strukturen aufzubauen, die anders waren als die vorher. Das heißt eben auch in der Zeit jedenfalls, gab es diese Entwicklung, die auch sehr viel Hoffnung vielen Menschen gegeben hat. Jetzt komme ich zu diesem Beispiel, diese sogenannte Globalisierung. Wir und Sie, und ich habe geschrieben wir und wir, also eigentlich durch die Globalisierung, das ist banal, hängen wir alle zusammen. Ich habe mal ein Beispiel genommen, was vielleicht nicht so bekannt ist, aber ziemlich aktuell, weil wir ja den Krieg in der Ukraine haben. In Südrussland oder Südsibirien gibt es den sogenannten Kusbass. Das ist ein großes Steinkohlegebiet. Und die Steinkohleförderung ist extrem umweltschädlich. Also ihr seht es oben auf dem Bild. Da bleibt kein Stein auf dem anderen sozusagen. Aber Deutschland ist sehr abhängig von der russischen Steinkohle. Jede zweite importierte Tonne, die wir hier verbrauchen, kommt aus dieser Region. Und wieso habe ich das ausgewählt? Eigentlich wegen der kleinen Frau in dem roten Mantel, die ihr hier stehen seht. Das ist Tjan Sawotschnaja. Tjan ist ein Angehöriger eines indigenen Volkes. Also indigene Völker sind ja, Gemeinschaften, Völker, die eine ganz besondere Verbindung zu ihrem Land haben. In Nordamerika hat man früher von den Indianern gesprochen, also das ist so typisches indigenes Volk, aber es gibt eben diese Völker auch in der Russischen Föderation. Und was so extrem ist in Russland, ist, dass diese indigenen Völker im Kusbass leben, die Shoren, auf mehreren Ebenen betroffen sind von unterschiedlichen Schwierigkeiten. Ihr Land wird zerstört durch den Ressourcenabbau. Dadurch werden auch ihre Dörfer zerstört. Und als sie sich dann zur Wehr setzen, werden sie verfolgt. Also das heißt, es ist eben auf mehreren Ebenen diese starke Verfolgung. Und
Ich habe dazu gearbeitet vor 10 Jahren. Also da hat sich, das ist ein Thema, das hatten wir vorhin, ja, Themen überlagern sich, dann kurzlebige Medienwelt, dann wird ein Thema hochgespült. Wir hatten es mit Belarus. Auf einmal hatte man diese ganzen wichtigen Demonstrationen in Belarus und jetzt ist es schon wieder völlig weg. Oder auch hier die ganze Frage mit Kleidung und also da, ne, es sind einfach wichtige Themen, die wir aber nicht lange genug verfolgen und die lange da sind und wo wir auch eigentlich einen Handlungsbedarf haben, weil eben wir hier diese Kohle verwenden oder die Kraftwerke, die wir hier haben. Und ihr seht, wir haben damals demonstriert vor der Hauptversammlung der RWE, um die Aktionäre aufmerksam zu machen auf das Schicksal dieser Leute, die da leben. Und das ist eben Tian, die Frau, die hier diesen lustigen Schal anhat. Sie musste 1980 war die Olympiade in Moskau, musste sie ausreisen, weil sie Dissidentin war während der Sowjetunion und gehört diesem Volk der Itelmenen an und ist Aktivistin für indigene Völker in der Russischen Föderation. Warum ich das sage? Weil ich euch Menschen vorstelle, die praktisch auch mich geprägt haben und die sozusagen uns inspirieren können und auch vielleicht Beispiel sein können, auch wenn zum Beispiel Tian also nicht die einfachste Person ist. Ja, sie lächelt nicht immer so freundlich, sie ist auch fordernd. Sie, ne, sie findet, dass wir hier mehr tun müssen zum Beispiel. Aber trotzdem finde ich das ganz wichtig, weil sie gibt uns das Mandat zum Handeln. Also, ne, ich kann ja nicht selber sagen, hier den Itelmenen geht schlecht, so jetzt mache ich mal was, sondern es ist ja gut, Partner im Land zu haben, zum Beispiel, die einen Bedarf ausdrücken und die sagen, hier in Deutschland verbraucht ihr zum Beispiel Öl oder Kohle oder Gas und guckt doch mal, wie es bei uns aussieht. Ihr müsst was machen, ihr Verbraucher. Und deswegen habe ich so ein paar Beispiele auch von Menschen, die ich kennengelernt habe, mitgebracht. Aber nochmal zu dieser ganzen Frage der indigenen Völker in Russland. Habe ich so ein bisschen gesagt, während der Sowjetzeit, also wir sprechen in der Ukraine jetzt auch von einem Kolonialkrieg. Also Russland hatte immer das starke Bedürfnis, praktisch immer mehr Land dazu zu gewinnen. Und das erste Land, also die naheliegendsten waren praktisch die jetzt schon sich, ne, die Gebiete, die sozusagen auf dem Festland in Russland waren. Und die sind ja immer weiter nach Osten, nach Süden, nach Norden vorgedrungen. Und das war auch kein leeres Land. Das sagen wir ja immer bei Nordamerika, die Siedler kamen. Und man sagt, da wurde Amerika besiedelt oder die USA. Aber da haben ja Menschen gelebt. Und genauso war es hier auch. Das ist das Land der indigenen Völker. Und genau wie in Nordamerika wurden sie diskriminiert, ermordet, ausgebeutet. Sie wurden auch wie in Nordamerika oder auch in Australien mussten die Kinder abgeben in Internate, die konnten ihre Sprache nicht mehr sprechen. Also die ganzen sibirischen Sprachen sind eben eigentlich ausgestorben oder sehr bedroht. Das ist was, was wir auch in anderen Staaten kennen. Und dann eben das Interessante ist, genau auf deren Land liegen die Bodenschätze, das Land wird zerstört und sie sind auch die ersten Opfer des Klimawandels, weil sie eben häufig in den arktischen Gebieten leben, wo, wie wir wissen, der Klimawandel 30 Mal schneller oder 30% stärker zu spüren ist, ist auch egal. Es ist jedenfalls leider dort noch viel massiver, die Auswirkungen des Klimawandels, als bei uns. Warum ich das auch noch mal sage, wegen der sogenannten Jamal-Pipeline oder diesen Nord Stream 1 und 2, was wir jetzt sehr viel diskutiert haben. Oben seht ihr Frau Merkel und den damaligen Präsidenten Medvedev. Da ist noch Oettinger, CDU. Genau. Wir haben damals protestiert dagegen, 2001, 2002. Das hat hier keinen Menschen interessiert, keinen Menschen. Also wir waren 5 Männchen und das ist immer überhaupt nicht cool, ja, also mit 5 Leuten vor irgendwo zu stehen mit irgendeinem Plakat. Also das ist echt, also sehr, macht überhaupt keinen Spaß.
Aber wir haben gesagt, was ist denn am anderen Ende der Pipeline? Ja, da leben die letzten halbnomadischen Rentierzüchter. Klar, man kann sagen, komm, die paar Familien da noch. Aber wieso? Man muss sich sozusagen ja für alle einsetzen. Also man sollte nicht sagen, da ist so und da ist so und deswegen suche ich mir die aus, die mir besser gefallen. Und diese Menschen haben keine Stimme. Also das war auch immer der Anspruch. Wir können hier Stimme sein für jemanden, der eben selber nicht gehört wird. Zumal von irgendwelchen Wirtschaftsbossen oder deutschen Politikern. Und deswegen habe ich das eigentlich hier auch aufgenommen. Genau. Ich komme zum Thema Menschen zurück. Als ich angefangen habe mit der Menschenrechtsarbeit, habe ich zum Südsudan gearbeitet und habe einen jungen Mann kennengelernt, der war Flüchtling hier in Deutschland und hat sich dann entschieden, er ist hier nur zeitweise. Er lässt sich praktisch, es ist ihm vollkommen klar, er versucht hier die beste Ausbildung zu bekommen, um zurückzugehen in sein Land, um dort zu arbeiten. Weil wenn wir von Flüchtlingen reden, dann kommen uns vielleicht solche Leute nicht in den Sinn. Der hat dann einen südsudanesischen Studentenverband gegründet, hat hier ganz viel Arbeit geleistet für den Südsudan. Damals hat die nordsudanesische Regierung im Südsudan Öl gefunden und hat praktisch mit den Antonov-Bombern, die jetzt in der Ukraine wieder zum Einsatz kommen, die Leute, die Südsudanesen aus den Dörfern wegbombardiert. Und das alles war finanziert von einem kanadischen Investmentfonds, wo ganz viele Lehrer ihre Renten drin hatten oder Pensionen. Und dann konnte man, das war ein toller Hebel, dann hat man diese Lehrer informiert und irgendwann hat der Rentenfonds gesagt, so, das geht mit uns nicht mehr, weil es so schreckliche Bilder dann gab und so viele Opfer einfach von diesen Vertreibungen, weil die Zugänge zum Öl wollten. Und Philipp hat lange eben in Deutschland gelebt, hat hier auch geheiratet und Familie und irgendwann war es dann tatsächlich möglich, zurückzugehen in den Südsudan, als der Südsudan unabhängig wurde. Und er ist nach Juba in die Hauptstadt und hat dort bei der UNO angefangen zu arbeiten. Also eigentlich eine schöne Geschichte, wenn es nicht im Südsudan leider wieder schlecht aussehen würde. Aber eigentlich eine Geschichte auch, die Hoffnung macht den Menschen, die sagen, gut, ich kann in meinem Land, denkt an die Ukrainer, ja, da gibt es ja auch Journalisten, die jetzt hierher fliehen und die eigentlich so gerne dort wären, weil sie dort gebraucht werden und dort Arbeit leisten müssen und manchmal gibt es die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Dann, was mich sehr geprägt und beschäftigt hat, in diese zwei Frauen, das sind Frauen aus Tschetschenien. Menschenrechtlerinnen in Tschetschenien war ein fürchterlicher Krieg und ich habe die kennengelernt auch so 2000, 2001 und da kamen die und hatten praktisch riesige Papiere mit Fotos von Opfern von Menschenrechtsverletzungen drauf und damit sind wir ins Auswärtige Amt gegangen, damit sind wir in den Europarat gegangen, zur UNO. Und es hat niemanden interessiert, egal was auf dem Foto drauf war. Also das ist schlimm gewesen. Damals war Putin ja unser bester Freund sozusagen. Ja, also der wurde gehypt und es war alles wunderbar. Und es war egal, was eigentlich an Verbrechen in Tschetschenien passiert ist. Und es ist dieselbe Armee, also es ist dieselbe russische Armee, die jetzt in der Ukraine ist. Und weil sie so engagiert waren, wurden sie eben auch dann in Tschetschenien verfolgt und mussten zeitweise fliehen. Die obere, die ihr da seht, Lipkan, ist wieder zurück in Tschetschenien und macht eher humanitäre Arbeit. Sie ist Frauenrechtlerin. Wir haben damals geholfen, dass sie ein Frauenhaus aufgebaut hat in Grozny und eigentlich war meine Aufgabe eher, sie hier zu verbinden mit Organisationen, die vielleicht auch mehr Geld haben. Also es gibt in Freiburg eine tolle Organisation, die heißt Amica, ist eine Frauenorganisation und die haben dann Geld gesammelt und dann konnten wir in Grozny eben dieses Frauenhaus aufbauen, weil eben in dem Krieg auch viele Frauen vergewaltigt wurden. Und Zainab, die ihr unten sieht in dem orangenen Pulli, hat auch eine ganz besondere Geschichte eigentlich. Sie hat sie hat eine Videokamera mitgenommen nach Tschetschenien.
Die hat sie sozusagen in ihren Kleidern versteckt und ist in die Dörfer gefahren, wo Krieg war und wo Menschenrechtsverletzungen verübt wurden und hat gefilmt. Und weil das gefährlich war, hat sie diese Videokassetten, das kennt man heute gar nicht mehr, praktisch im Garten irgendwo verbuddelt. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, hey, wir müssen dieses ganze Material retten. Und dann haben wir da hatte ich Kontakt mit dem ARD-Studio in Moskau und die haben gesagt, okay, als ersten Schritt könnt ihr die aus Tschetschenien rausholen nach Moskau und dann von dort nach Westeuropa. Und dann, weil die in der Erde vergraben waren, mussten die alle gesäubert werden. Also es war ein Riesenakt. Und es gibt jetzt aber, also in der Schweiz haben wir das dann geschafft, also es gibt, wir haben diese Kassetten rausgeholt und es gibt jetzt ein Archiv, wo diese Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind. Also Zainab hat sich dann hingesetzt bei jedem Videoszene und hat praktisch aufgeschrieben, wo ist es passiert, wann ist es passiert, wer sind Opfer, wer sind Täter. Und hat also praktisch eine Datenbank dieser Verbrechen aufgebaut. Auch das hat niemanden interessiert, aber das Archiv gibt es. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn jetzt durch den Ukraine-Krieg Aufmerksamkeit mehr ist für Menschenrechtsverbrechen, die im Namen der russischen Armee verübt wurden, dass auch irgendwann auch mal dieses Archiv nochmal angeguckt wird. Weil wir haben ja die Institution, wir haben den Internationalen Strafgerichtshof und können da eigentlich auch was hinbringen. Genau, ich sehe da nur, jetzt sind beide da. Dann habe ich hier noch eine Frau, Irena Breschner. Die kommt morgen Abend zu uns nach Imshausen, wo ich arbeite und liest. Irena Breschner stammt ursprünglich aus der Slowakei und ist 1968 in die Schweiz geflohen, weil damals dort ja die Rote Armee einmarschiert ist. Sie hat dann Journalistik studiert oder Journalismus, war Kriegsberichterstatterin, auch eben in Tschetschenien, darüber habe ich sie kennengelernt, Menschenrechtlerin und ist eine bekannte Schriftstellerin geworden und hat letztes Jahr den Preis des PEN, des deutschen, des großen Schriftstellerverbandes gewonnen. Das heißt, auch jemand, der immer ums Geld kämpfen musste, für jeden Artikel musste sie schauen, ob sie überhaupt irgendwas bekommt, die ganz viel ehrenamtlich gearbeitet hat, diese ganze Übersetzung, die hat in Gefängnissen übersetzt und bei Behörden, das ist alles ehrenamtlich, aber jetzt die letzten, sagen wir mal, 5, 6 Jahre sozusagen, wird sie endlich anerkannt und wird ihr Werk anerkannt. Also das freut mich einfach auch für sie und ich finde, auch ihre Bücher einfach einzigartig und sehr lesenswert, weil sie da auch über sich und ihre Rolle und was macht es, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, schreibt. Dann kommt endlich mal ein Mann, Mustafa Cemiljov, der sagt euch wahrscheinlich auch nicht viel, hätte er mir auch nicht, aber weil wir auch den Krieg in der Ukraine haben, habe ich ihn hier reingenommen. Mustafa Cemiljov ist Krim-Tatare. Die Krim-Tataren sind eigentlich die Bevölkerung der Krim. Die Krim ist aber auch sehr vielfältig, aber sozusagen die Krim-Tataren und die Krim kommen vom Namen her schon zusammen. Was interessant ist, oben das Bild, da ist er jetzt ja schon ziemlich alt, also das ist ziemlich aktuell, das Bild. Und das Bild links daneben, wo er noch ein bisschen jünger aussieht, ist während der Sowjetzeit gemacht, wo er versucht hat, er hat eine ganz lange Geschichte von gewaltfreiem Widerstand. Er hat Demonstrationen organisiert auf dem Roten Platz in Moskau. Er saß Jahrzehnte im Gulag, im Gefängnis. Er hat den längsten Hungerstreik durchgehalten, den es weltweit gab, fast 300 Tage. Und er hat es geschafft, dass die Krim-Tataren nach der Verbannung, die waren nach Zentralasien verbannt, zurückkehren konnten auf die Krim. Und was natürlich extrem bitter ist, dass die Krim 2014 von Russland annektiert wurde und die Krim-Tataren wiederverfolgt wurden und werden bis heute. Und ich würde immer sagen, 2014 hat die Weltgemeinschaft viel zu lasch reagiert.
wenn da wenigstens, ne, ich habe vorhin von Tschetschenien gesprochen, Anfang der 2000er Jahre, gut, hat man nichts gemacht, ist ein wirklich ein fürchterliches Verbrechen, dass die westliche Welt da nicht reagiert hat, aber Krim hätte man doch wenigstens, dann hätte man das jetzt nämlich ein bisschen vermeiden können. Und jetzt sind die Krim-Tataren wieder zu Flüchtlingen geworden, werden wieder sozusagen verfolgt auf der Krim, und Mustafa Tschemiljow, der große Anführer der Krim-Tataren, wurde verbannt von der Krim, und ist jetzt aber eigentlich ein ukrainischer Politiker und war dabei bei den Friedensverhandlungen jetzt auch in der Türkei. Und er sagt heute noch, auf keinen Fall wollen wir die Krim mit Gewalt zurückhaben. Also dieser Weg des gewaltfreien Widerstandes, dem ist er ganz treu geblieben. Und er muss jetzt eher schauen, dass er seine jungen Leute hinter sich bringt. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, und was hat uns der gewaltfreie Widerstand gebracht? Wir haben die Krim ja wieder verloren. Ne? Also das sind schon ganz schwierige Diskussionen. Dann hier meine Freundin Aische, die auch eine Krim-Tatarin. Die hat bei mir Praktikum gemacht, hat in Deutschland auch studiert und hat, was ich ganz toll fand, eine NGO gegründet für die Krim-Tataren. Und ich war genau hier mit ihr. Mit einer ganzen Delegation von krimtatarischen Frauen saßen wir da auf der Wiese, wo wir vorhin saßen. Und die Idee war, diese krimtatarischen NGOs aufzubauen, so dass sie Zugänge finden zu den europäischen Institutionen. Und ich war an dem Tag mit denen in Dahlem im Ethnologischen Museum oder im ja. Und das Dahlemer Museum hat in seinem Keller eine große Sammlung an krimtatarischen Kunstgegenständen, Instrumenten, Kleidern und so weiter. Und wir haben uns das, die Museumsleitung hat uns dahin geführt. Und was mich total erstaunt hat, die Krim-Tataren haben gesagt, Gott sei Dank ist es in Berlin und nicht auf der Krim. Auf der Krim wäre jetzt die Gefahr, dass Russland es für sich reklamiert, und hier wissen wir, es ist in guten Händen. Und ich fand es so schlimm, weil das gehört ja eigentlich nicht uns. Das gehört nicht in ein Berliner Museum. Wir haben ja diese ganze Diskussion ja über die Raubkunst und was wir hier haben. Und hier erzähle ich euch das nur, weil wir hier waren und weil mich das einfach schockiert hat, dass dann diese Krim-Tatarin sagen muss, Gott sei Dank ist es in Berlin, da ist es sicher, weil bei mir daheim ist es nicht sicher. Genau, das sind eigentlich traurige Geschichten, die ich euch erzähle. Ich komme auch gleich zum Schluss. Trotzdem sind es Menschen, die einem Kraft geben, weil sie ja aktiv werden und weil sie ihr Schicksal und auch das für ihre Gruppe in die Hand nehmen. Und die es viel schwerer haben als ich in dem Fall. Ja? Also ich war immer nur praktisch versucht, Lautverstärker zu sein oder Verbindungen herzustellen, Aufmerksamkeit zu erregen für diese Schicksale oder auch die Situation eben in anderen Ländern. Trotzdem muss man auch noch mal fragen, was gibt es als Inspiration? Weil dieses Europa gestalten für die Zukunft, also das muss ja nicht, das kommt nicht aus dem Nichts. Da müssen wir nicht am Tisch sitzen und sagen, okay, wir müssen jetzt praktisch alles neu überlegen. Sondern es gibt ja auch tolle Beispiele. Und das ist bei der Cusanus-Hochschule ganz wichtig, Themen, dass man eben auch alternative Wirtschaftsmodelle sich anschaut, die nicht so einen zerstörerischen Effekt haben auf Umwelt, Menschen. Zum Beispiel auch, was wir bei meinem jetzigen Arbeitgeber viel machen, ist die Frage der solidarischen Ökonomie, genossenschaftliches Handeln. Oder auch habe ich euch hier drauf getan, das Buch Wir sind dran vom Club of Rome. Wir haben vorhin gesprochen, die ersten Berichte über Klimawandel, ne, die gibt es seit den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. Und da wurde viel sozusagen ja auch erarbeitet. Und es ist auch wichtig, finde ich, also ist für mich auch immer wichtig, zum Beispiel in diesem Club of Rome-Bericht da sind, oder in diesem Buch Wir sind dran, da wird zwar beschrieben, wie schlimm es ist, aber der Ernst Ulrich von Weizsäcker nimmt auch Beispiele aus der ganzen Welt und sagt, okay, da läuft es schon mal ganz gut. Und das könnte man vielleicht auch noch mal woanders versuchen.
Und ich glaube, wir müssen uns eben auch an solchen Beispielen irgendwo festhalten und die weiterdenken und uns inspirieren lassen von durchaus auch visionären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Leuten, die ja, tolle Bücher geschrieben haben und neue Ideen haben. Und dass es nicht heißt, dass wir alles selber neu erfinden müssen. Genau. Was ich auch noch mal überlegt habe, so diese ganze Frage von Zugängen. Ich weiß gar nicht, wie er das jetzt hier, ob er da was macht hier noch. Nee. Ah, doch, okay. Ich muss überall Klo drücken. Ja, wo finde ich denn überhaupt einen Hebel? Wo kann ich denn was bewegen? Und ich war immer nur im zivilgesellschaftlichen Bereich aktiv. Und ich habe das vorhin schon gesagt, es ist auch bequem, ja, weil man ist immer auf der Seite der Guten. Ja, man kann immer schimpfen auf die Politiker. Man kann immer sagen, hier, ihr macht nicht genug, ihr seid nicht konsequent, ihr seid schuld, dass es so mistig ist, wie es ist. Also Zivilgesellschaft heißt Vereine, Initiativen, Bürgerinitiativen, Gruppen, auch Kirchen. Aber wie ich gelernt habe, ist es auch wichtig, sich in Parteien zu engagieren, weil wir eine repräsentative Demokratie haben, weil wir Leute in ein Parlament schicken, die aus Parteien kommen. Und ich bin das überhaupt nicht. Ich habe einmal ein Praktikum gemacht bei einer Partei und danach dachte ich, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Aber man sollte es bedenken. Also man sollte bedenken, ob es nicht doch auch möglich ist für einen, sich auch in der Partei einzubringen. Verbände, klar, Arbeit, Studium, Ehrenamt, es ist immer schwierig, also Ehrenamt muss sein, ja, davon lebt diese Gesellschaft. Und Ehrenamt heißt auch, man muss ein bisschen nach sich gucken, ne? Weil, ja, auf der anderen Seite sage ich immer, Altruismus gibt es nicht. Also auch die Ehrenamtler haben was davon, dass sie sich engagieren und fühlen sich gewertschätzt und wichtig und kriegen viel zurück. Und das muss man auch sehen und das ist ja auch richtig so. Ja, dann habe ich euch ein lustiges Foto von mir mitgebracht. Nochmal zu dieser ersten Frage, Selbstwirksamkeit erfahren. Da könnt ihr jemanden sehen, der hat ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen und denkt, wow, er ist wichtig, ja, da kommt die Presse, die wollen was wissen, wieso stehe ich denn da? Also Selbstwirksamkeit heißt, man organisiert was. Hier, wer war das vorhin, der gesagt hat, Kontrolle übernehmen, aktiv werden, Mahnwachen, Demos, mit Freunden zusammenschließen, mit Organisationen zusammenzuarbeiten und sei es Briefe schreiben, Petitionen. Und dann eben auch in Prozesse eingreifen. Also ich habe lange Flüchtlingsarbeit gemacht. Das heißt, ja, das ist natürlich toll, wenn man es schafft, eine Abschiebung zu verhindern. Ja, aber das ist auch ein langer Weg. Und diese Flüchtlingspolitik in Deutschland ist eine einzige Katastrophe. Also, aber es ist natürlich ein Erfolg oder es ist ein Erfolg, wenn ein Wald nicht abgeholzt wird oder wenn man humanitäre Hilfe organisieren kann. Ukraine, ich weiß, viele Schulen haben ja jetzt Spenden gesammelt, haben Konvois dahin geschickt. Also das ist, so erfährt man Selbstwirksamkeit und das steigert das eigene Empfinden von, ich kann ja was auslösen. Und dasselbe Foto nochmal anders. Nämlich eine Person ganz alleine, wo ist die Demo hinten dran? Nur ein Mikrofon, wo ist die Kamera? Also Ohnmacht fühlen. Immer in der Minderheit sein. Ich glaube, das ist das, was wir wahrscheinlich, das ist eine Erfahrung, die ihr wahrscheinlich auch machen werdet, weiß ich nicht. Immer hat man einen übermächtigen Gegner. Man zweifelt an sich selbst. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wen hätte ich denn noch fragen sollen? Ist es das richtige Ziel, was ich hier formuliert habe? Ja, Zweifel auch an der Sache kann sein. Ja, wieso nehme ich denn an, dass ich jetzt eine Antwort weiß? Sollte man sich auch vielleicht fragen. Und dann auch keine Aussicht auf Erfolg. Also ich habe euch von Tschetschenien erzählt. Keine Aussicht auf Erfolg. Der Krieg ging weiter, ja. Das hat niemanden interessiert.
Und ich glaube, auch damit muss man irgendwie rechnen und klar, sich darüber auch klar werden, dass es so sein wird und kann. Aber mein Motto, eigentlich trotzdem handeln. Trotzdem, es ist völlig egal. Also, weil es muss sein. Und für mich ist es trotzdem immer auch ein gewisser, also trotzdem steckt für mich auch ein Trotz dahinter und eine Kraft. Ohne Wut, ja, also wo man, und das mobilisiert auch eigene Kräfte. Und stellvertretend handeln. Hier seht ihr ein Foto, in Moskau darf nicht demonstriert werden. Mir will keiner was. Ich kann mich für die russische Botschaft stellen, ich kann sonst was machen. In Deutschland, wir haben einen Luxus dadurch, dass wir hier Rechte haben, die ganz viele Leute nicht haben. Und ich finde das ein wichtiges Motiv zu sagen, wir haben alle eine super Ausbildung bekommen, wir sind behütet aufgewachsen, wir haben genug zu essen, zu trinken, in unserem Leben gab es noch keinen Krieg. Wir handeln auch stellvertretend für welche, die es nicht tun können. So, damit komme ich so ein bisschen zurück und zum Ende, zurück zu Adam von Trott. Unser gemeinsamer Feind ist die Gleichgültigkeit. Und was heißt es denn auch, nicht gleichgültig zu sein? Sich Fragen zu stellen. In welcher Gesellschaft möchte ich leben? Wo beginnt Widerstand für mich? Welche Werte sind für mich wichtig? Und eben gleichgültig sein, finde ich, können wir uns nicht leisten und sollten wir nicht machen. Genau. Damit bin ich am Ende.